Verbind dein iPhone ganz einfach über WLAN mit deiner Fritzbox. So stellst du eine Verbindung zum Internet übers Mobilfunknetz her. Du kannst damit bei einem Ausfall oder einer Störung deines DSL-Anschlusses weiter surfen, so wie du es gewohnt bist. Und du musst nicht jedes Gerät einzeln mit deinem WLAN-Hotspot verbinden. Bitte denk dran, das ist nur eine Übergangslösung. Diese Methode funktioniert nicht immer und ist nur im 2,4 GHz Frequenzband möglich. Es kommt auf dein Fritzbox-Modell, dein iPhone-Modell und die Firmware an, also die Software auf deinen Geräten. Beachte außerdem, dass dabei der Gastzugang nicht mehr vorhanden ist. Jetzt zeigen wir dir, wie das geht. Erstens, Hotspot am iPhone aktivieren. Geh in die Einstellungen deines Handys. Wähl persönlicher Hotspot. Hier siehst du auch das WLAN-Passwort. Das brauchst du später. Tipp auf den Schieberegler bei Zugriff für andere erlauben. Damit aktivierst du den Hotspot auf deinem iPhone. Zweitens, Verbindung herstellen. Öffne die Fritzbox-Benutzeroberfläche. Wie das geht, siehst du im verlinkten Video. Melde dich an und wähle links im Menü den Punkt Internet. Klick dann auf Zugangsdaten. Wähl unter dem Punkt Internetzugang bei Internetanbieter weitere Internetanbieter aus. Und dann darunter vorhandener Zugang über WLAN. Etwas weiter unten siehst du eine Liste mit den WLAN-Funknetzen in deiner Nähe. Dein Hotspot taucht hier noch nicht auf? Dann klick bitte auf Liste aktualisieren. Setz dann den Haken bei deinem WLAN-Hotspot. Gib jetzt unter Sicherheit bei WLAN-Netzwerkschlüssel das WLAN-Passwort von deinem Handy ein. Klick danach auf Übernehmen. Jetzt werden die Netzwerkeinstellungen aktualisiert. Das dauert ein bisschen. Hab bitte etwas Geduld. Klick zum Schluss auf OK. In der Übersicht siehst du jetzt, dass deine Fritzbox wieder mit dem Internet verbunden ist. Denk bitte dran, du verbrauchst so dein mobiles Datenvolumen und es können eventuell zusätzliche Kosten entstehen. Außerdem kann die Internetgeschwindigkeit mal schneller, mal langsamer sein, je nach Mobilfunkempfang. Hat dir das Video geholfen? Dann lass uns ein Like da. Hast du noch Fragen oder Anregungen? Dann pack sie unten in die Kommentare.